Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Craft the World. Ja, letztes Mal hatten wir unsere neue Bedrohung da gefunden gehabt. Und ich würde sagen, wir gucken uns die einfach nochmal genauer an. Ach so, stimmt ja. Ich wollte ja hier die ganzen Ratten töten, weil wir neue Ratten gespawnt sind. Es war ja ein bisschen komisch letzte Folge. So, genau. Oh, hier ist noch ein Büchlein für mich. Ein Kochbuch. Wie weit sind wir eigentlich hier unten? Genau, hier wollten wir dann nicht mehr weitergraben. Wegen diesen Viechern. Können sie eigentlich nochmal weiterbauen? So, und dann hier nochmal Erde hinsetzen. So. Wieso werde ich angegriffen? Wie soll noch eigentlich dieses Vieh angreifen da oben? Warum gehen die jetzt nicht schlafen? Geht schlafen. Los. Irgendwie ein bisschen komisch manchmal. Du sollst keinen Feind angreifen, du sollst schlafen gehen. Geh schlafen. Dankeschön. So, ich muss hier mal wieder ein bisschen durchklicken. Du sollst nicht zum Lager gehen, du sollst schlafen. So, perfekt. Dann haben wir jetzt wieder alle Zwerge beisammen. Und wir brauchen ein bisschen was zu essen. Nein, scheiß Ratte. Die eine Ratte habe ich übersehen. So, aber wir wollten noch mal was zu essen machen. Das kann ich ja noch nicht machen, aber das hier kann ich ja ein bisschen noch machen. 30 Stück erstmal. Erstmal vor allem. Hier auch noch mal 30. Habe ich ja schon gemacht? Nee, jetzt aber. Gut. Alle meine Zwerge sollen ja nicht verhungern. So. Wie das aussieht, wenn man hochscrollt. Ganzen Viecher hier. Jetzt feiere ich immer noch hier die ganze Zeit hin und her laufen. Ja. Aber ich wollte diese Folge mich mal ein bisschen um den Technologiebaum kümmern. Dass wir da auch mal ein bisschen vorankommen. So, Seile, die davon kann man eigentlich nie genügend haben. Die crafte ich einfach mal. Ich glaube, dann bin ich damit auch fertig. Nee, noch nicht ganz. Aber ich kann ja hier solche Rüstung mal machen. Oh, da ich mal wiederkomme von diesem Holz. So, dann haben wir das nämlich schon mal geschafft. So, und dann können wir nämlich gleich mal. Ja, welcher ist denn ganz gut? Hier, den hier. Weil dem möchte ich mal Agilität. Oh, Geschwindigkeit reduziert dadurch. Okay. Das ist, glaube ich, auch neu. So, weil der ist nämlich ein Bergarbeiter und den will ich nicht unbedingt verlieren. Bergarbeiter sind immer gut. So, Blätterdach kann ich nicht machen, kein Holz. Ich glaube, ich brauche für alles hier Holz, ne? Ja. Aber mal gucken, was wir jetzt hier noch machen können. Kann ich noch nicht machen, weil ich erst das hier schaffen muss. Nee, ich muss das schaffen und das schaffen, damit ich das machen kann. Ja, das heißt, Holz sammeln. Aber dafür müssen erstmal meine ganzen Zwerge schlafen. Oder Leben regenerieren. Der eine kocht für uns ein bisschen. Dann lasse ich das hier nämlich unten erstmal. Dann mache ich da erstmal nichts weiter. Die ganzen Spinnen. Hier hätte ich doch nochmal. Ja, genau. Holy shit. Alter. Warum? Was machen die da? Oh. Ich glaube, die bereiten den Angriff vor. Aber was ich nochmal gucken wollte, wo ist dahin? Ach so. Okay, nirgendwo. Guck mal, bauen die hier weiter? Sieht irgendwie so ein bisschen so aus, ne? Als ob die da so weiterbauen. Hier könnt ihr nochmal eine Fackel hinsetzen. Fackeln kann ich auch nochmal neue machen. Kann ich nicht, weil ich kein Holz habe. Wie sieht es eigentlich mit meinen Holzinseln aus? Guck mal hier oben. Oh, hier oben geht es richtig ab. Okay. Da geht es dann gleich hin. Das ist ein Swimmingpool hier unten. Oh Mann, ey. So, dann würde ich sagen, legen wir mal hier oben los. Ching, ching. So. Den kann er angreifen. Das kann man auch angreifen. Da
kommt dieses Vieh wieder an. Ich glaube, das will nämlich diese Brutstellen beschützen. Wow, jetzt wird er von beiden Seiten angegriffen. Oh Mann, ey. Der eine Typ tut mir ein bisschen leid. Duf, duf, duf. Na, töte das mal. Oh, ich sehe gerade, es kommen gleich wieder Monster. Ja. Nicht so toll. Müssen auf jeden Fall alle mal ins Haus rein. Je mehr im Haus sind, je besser kann man das dann auch verteidigen. Muss ich das da oben erstmal sein lassen. So, von wo kommen sie dieses Mal? Von dort oben. Okay. Laufen denn da lang? Okay. Mal gucken, wie schnell sie dieses Mal runterfallen. Wie das aus? Oh. Lol. Jetzt hätte ich keinen Feuerball. Bam, bam, bam. Immer schön rein da. Aber ich glaube, dieses Mal schaffen wir das sogar. Ganz gut. Ohne dass ein Zwerg stirbt. Ja. Mensch, wir haben es geschafft. Das erste Mal, glaube ich. So, aber dafür kann er erstmal gleich sich ausruhen, ausruhen. Und ich kann nicht alle ins Bett schicken. Okay, perfekt. So, jetzt schlafen wir erstmal wieder alle Zwerge. So, essen sehe ich gerade. Brauchen wir mal wieder ein bisschen. Oh, da kommt so ein Vieh an. Okay, der eine kümmert sich schon darum. Wow, was war das denn bitte? Der hatte volles Equip, also der hatte ja den Rucksack auch voll. Alles, so. Geht er hoch, greift ihn an, lässt alles fallen und alles liegt unten. Oh Mann, ey. Das ist ja richtig dumm. So, nochmal ein bisschen was zu futtern. Ich will eigentlich nicht zu viel rauflegen. Das ist schon wieder fast zu viel. Weil wenn nämlich wieder die Ratten kommen, dann ist wieder alles weg. So, aber ich wollte mich eigentlich hier mal um dieses Holz da oben kümmern. Sching. So, perfekt. Da ist gleich ein Zwerg nach oben gegangen. Oh, da kommt wieder dieses Vieh an. Das hat wieder einen Zwerg anvisiert. Ich sehe es doch schon. Puh, da ist es da. Angekommen. Wie alle anderen da jetzt den angreifen, ist richtig gut. Was droppt eigentlich nochmal? Achso, Feder und Eier. Naja. Nicht schlecht. Denn nachher kann man aus Holz auch Kohle machen. Also kann man eigentlich relativ viel von diesen Kochei machen oder wie heißt das? Habe ich mir noch gar nicht so genau angeguckt. Spiegelei. So, draußen hat es gerade mal geknallt. Das könnte noch mal angreifen hier. So, dort und dort. Das kann es auch noch mal angreifen. Lol. Warum wächst denn oben ein Kristall? Naja, egal. Besser als wenn da nichts wachsen würde. Oh, der, ja, jetzt kommen sie alle. Wie das aussah. So, der geht jetzt schlafen. Viele Eier ich jetzt schon haben müsste. Naja, nur 11. Okay, naja, gut, hier liegen wahrscheinlich noch ein paar rum einfach. Oh, ich muss noch mal ein neues Portal da oben hinsetzen. Und zwar dorthin. Dort und dort. Buch des Fischers. Na, dann fisch mal schön. Genau, ich kann ja jetzt hier nämlich mal ein bisschen noch dieses Holzzeug machen, ja. So, Bücherregal brauche ich nicht.
Jetzt hier, damit ich das wenigstens einmal gecraftet habe. So, was habe ich hier noch? Komm, ich mache jetzt hier so einen richtig guten Schlagstock. Einmal. So, was haben wir hier noch? Das habe ich eigentlich auch schon alles fertig. Hier muss ich eigentlich noch mal ein bisschen was machen. Naja gut, auf jeden Fall mache ich hier noch mal dieses Dächlein fertig. Oh, warte. 30 Stück? Warum geht er denn gleich auf 30? Hä? Ich habe gedacht... 30 Stück, oh Mann, ey. Naja, 30 Stück wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Verbessertes Portal. Brauche ich Gold, Erz? Okay, kriegt man relativ schnell zusammen. Oh, und ich kann mir jetzt Eisensachen machen. Perfekt. Mache ich gleich mal einmal davon. Dafür brauche ich eine Schmiede, okay. Schmiede kann ich wo machen? Schmiede, 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 Schmiede. Verbessertes Portal, Schmiede, okay. Das brauche ich eine Kohle, dann brauche ich das. Dann brauche ich einmal Wasser und dann brauche ich zweimal Stahl. So, dann haben wir nämlich das schon mal. Die Frage ist nur, wo mache ich das hin? Ich glaube, ich mache das erstmal hier oben einfach hin. Dort. Dort! So, die Schmiede habe ich aufgebaut. Das heißt nämlich, dass ich jetzt hier von was machen kann. So, siehst du, das wird eine richtige Technologiebaumfolge. Technologiebaumfolge, ja. So, dann haben wir das schon mal. Was kann ich jetzt noch craften? Ich wollte ja eigentlich, genau, ich wollte ja das hier fertig machen. Warte mal, verbessertes Portal. Dafür brauche ich nochmal ein paar Bretter. Bretter kann ich hiervon nochmal ein paar machen. Mache ich die 8 Stück mal. Und dann muss ich nämlich nochmal ein bisschen Gold sammeln. So, das hier. Ich glaube, das reicht sogar schon, wenn ich das jetzt hier abbaue. Genau. So, hier könnt ihr nochmal ein bisschen was ersetzen hinten. So. Aufgabe erfüllt. Vor allem, ich habe jetzt schon fast 11 Zwerge. Ich frage mich, wann das Maximum erreicht ist. Naja, werden wir dann sehen. So, ich habe ja hier neues Equip. Bergarbeiter. Jo. Wir bekommen dann auch so einen Hut. Das wird ein richtiger Bergarbeiter. So, dann bekommt er noch eine Waffe, dieser Bergarbeiter. So, perfekt. Noch so ein Schlagstock. So, wie sieht es denn hier oben aus? Da sind sie fertig, okay. Ich würde sagen, dann sind wir jetzt hier unterwegs, ne? Dort, 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 dort. Dort, 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 dort. Das sehe ich ja jetzt erst. Was ist mit dem denn los? Holy shit. Warum ist er denn da gespawnt? Und jetzt haben wir ein Golderz im Lager. Perfekt. Was ist mit dem denn los? Naja, sollte er da mal ein bisschen rumschillen. Nächste Folge craften wir uns auf jeden Fall hier dieses neue Ding hier. Aber erstmal geben wir hier dem das hier noch. Warte, was wollte ich craften? Ich wollte, warte, warte, warte. Genau, verbessertes Portal. Mal gucken, was das denn macht, sag ich mal so. Verbessertes Portal. Mal, hier ist auch solche Informationen. Von Mehrspieler öffnen. Ah, okay. Also ist wirklich hier dieses Mehrspielerportal. Ja. Also ist eigentlich relativ einfach gemacht, das Portal denn. Naja. Das hier crafte ich wenigstens einmal. Nee. So. So, einmal. So, dann haben wir das nämlich auch fertig. So, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und ja, dann haut ihr erstmal rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!